Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir ein ganz besonderes Spread malen. Ja, und warum ist das besonders? Ja, klar, es ist ein neues Jahr und deswegen möchte ich dir damit zeigen, dass du 365 neue Chancen hast, ja, alles richtig oder eben auch alles falsch zu machen, ne? Aber jeder Tag ist eine neue Chance und darum geht es hier, dass wir uns jeden Tag daran erinnern, dass es immer wieder neu ist, ne? Es geht immer wieder neu los und immer wieder die Chance, den Tag den schönsten unseres Lebens zu machen. Und dafür brauchst du zunächst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter, dann einen weißen Edding, ein Radiergummi, ein Stiftset, Bleistifte, den Stabilo Pen und wenn du das alles hast, dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir hier die rechte Seite für mein Spread ausgesucht, weil das wird eins von den Threads sein, ja, die ich wahrscheinlich mir öfter ansehen werde über das Jahr, weil ja, auch ich brauche immer wieder eine Erinnerung, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und naja, wenn der eine Tag nicht so schön war, na, dann kommt der nächste, der wird garantiert besser. Ja, und deswegen kommen jetzt hier hin 365 New Chances und das erstmal wird alles mit einem Bleistift vorgezeichnet. Du siehst, ich radiere auch schon fleißig, weil ich erst einmal die Schrift vernünftig haben möchte und natürlich dann kommen da noch ein paar Sternchen hin und ja, etwas Allgemeines eben. Du musst natürlich keine Sternchen machen, aber ich fand die ganz schön für dieses Spread, einfach weil ich möchte, dass ja, dass ich da immer wieder drauf gucken kann, ne? Und deswegen darf das für mich jetzt hier nicht so themenbezogen sein. Im nächsten Schritt nehme ich jetzt diesen Stabilo-Pen und male alles schwarz aus. Das heißt, ich umrande das erst und dann wird alles schwarz ausgemalt. Und ja, dann kriegt das schon seinen Charakter. Ne? Die weißen Flecken oder die weißen Stellen, die kommen natürlich erst später rein. An dieser Stelle könnte ich meinen Banner natürlich auch ganz schwarz malen und dann einfach nur mit dem weißen Edding reingehen, ne? Aber der Nachteil ist hier, dass ich dann vielleicht meine Schrift nicht mehr mittig hinbekomme und aus dem Grund lasse ich erst so gut wie es geht das Stück weg. Ja, das sieht man gleich ja nicht mehr, aber das ist der Grund, warum ich mir jetzt hier so ein bisschen einen abbreche und das erst einmal offen lasse. Ja, an dieser Stelle setze ich jetzt die Glanzpunkte, ja, mit meinem weißen Edding und gehe natürlich auch nochmal über die Schrift drüber, ja, dann sieht das Ganze schon anders aus und kriegt ein bisschen Tiefe. Also, erst einmal alles schwarz machen und dann kommen die Feinheiten.
Ja, das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und auch wenn es mal aus einer etwas seltsamen Kameraperspektive ist, ja, ich habe die andere nämlich einfach verdattelt. Ne? Also irgendwie hat das nicht funktioniert. Jedenfalls radiere ich jetzt nochmal hier alle Bleistiftstriche weg. Das ist immer ganz wichtig. Das kommt am Schluss. Und dann ist das Spread auch schon fertig. Falls dir das Spread gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, unseren Kanal abonnierst und vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Ja, dann werde ich dich benachrichtigen, sobald ich ein neues Video hochlade. Und ansonsten findest du das Spread wie immer in unserem Shop. Da kannst du dir das How-To runterladen. Ja, da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert. Du kannst das Ganze aber natürlich auch fertig kaufen. Ja, und dann freue ich mich darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!